Depeche Mode. Seit 33 Jahren begeistern sie Millionen Fans weltweit. Hier in Malchin wird die Erfolgsgeschichte der britischen Popband greifbar. Eine der größten Depeche Mode-Sammlungen weltweit hütet Dennis Burmeister bei sich zu Hause. Mit dem Journalisten Sascha Lange hat der Grafiker ein Buch herausgebracht. Seit mehr als 25 Jahren sind die beiden Fans. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Heidengeld für irgendwelche Depeche Mode-Platten bezahlt habe. Dass mir die mein Kumpel überspielt hat, ich weiß nicht, 100 Mark. Damit er mir eine Depeche Mode-Kassette bespielt. Das waren so diese üblichen Preise. Allein 5000 Tonträger besitzt er. Eine Lizenzplatte aus DDR-Pressung fand er sogar auf dem Schrottplatz. Also diese kühle Arroganz in den Platten. Die Texte waren anders, die Musik war anders. Ich sag, als ich das erste Mal Depeche Mode gehört habe, ich glaube, da lief Pipeline im Radio. Da habe ich gedacht, das Radio ist kaputt. Also das war schon eine Message. Man traf sich in der Clique, man zog sich an wie Depeche Mode. Man sah stellenweise noch originalgetreuer wie die Band aus, vom Outfit her. Aber trotzdem war die Band unerreichbar. So ein Live-Konzert von Depeche Mode, das war was völlig Absurdes, dass das mal man als Ostjugendlicher erleben konnte. Die verlotterte Popmusik aus dem Westen ist den Kulturfunktionären ein Dorn im Auge. Depeche Mode hatte sich um ein Gastspiel in der DDR bemüht. Die Band wusste, dass sie hier glühende Fans hat. Als Jugendliche zu Pfingsten 1987 versuchen, ein Westkonzert nahe der Mauer mitzuhören, drängen Polizei und Stasi die Menge auseinander. Also setzte man sich nach diesem Desaster zu Pfingsten zusammen und die FDJ machte den Vorschlag, wir holen die Westbands jetzt nach Ostberlin und zeigen damit den DDR-Jugendlichen, dass wir, euer Staat, wir, eure Jugendorganisation, genau das machen, was ihr wollt. Deswegen haben wir auch den Führungsanspruch über euch. Und bereits im Herbst 1987 stand dieses Konzert fest, dass also Depeche Mode in Ost-Berlin spielen sollten. Aus Angst vor einem Massenandrang ist der Auftritt geheim. Die Band reist ein zum FDJ-Geburtstagskonzert, heißt das offiziell. Die 6000 Tickets werden an Schulklassen verteilt. Die Musiker genießen eine höfliche, zollfreie Einreise. Dass sie eben nicht den Eindruck haben würden, sie würden hier irgendwie schikaniert werden, weil sie aus Westeuropa kämen, weil sie ja eigentlich aus dem Land des Klassenfeindes sind. Sie logieren im Grand Hotel wie Staatsgäste. Kurz vor dem Konzert ein Interview für das DDR-Fernsehen. Die Leute wollen nicht über Negatives nachdenken, wollen nur Fröhliches hören, aber das Leben ist nicht nur fröhlich. Bis zu 800 Ostmark zahlte manch Fan für sein Ticket, tauschte Moped oder Trabant. Kurz nach 20 Uhr ging das Licht aus. Also da hatten, ich denke, so ziemlich jeder Tränen in den Augen. Weil das, was so Unvorstellbares war, dass diese Band wirklich hinter den eisernen Vorhang kommen würde, das war, also Minuten vorher hat man es wirklich noch nicht geglaubt. Hier die einzigen Filmaufnahmen. 2 Stunden Konzert plus 2 Zugaben. Und noch etwas ist einmalig. Fotos kreischender Fans beim Konzert werden veröffentlicht. Bisher ein Tabu in der DDR. Ich bin aus dem Konzert raus. Die Ohren haben schön gefiebt. Das war ein toller Tinnitus. Man war müde, man war erschöpft vom vielen Mitsingen. Man war heiser. Ich bin dann nachts um 4 ins Bett und 3 Stunden später wieder aufgestanden und ganz normal in die Schule gegangen. Und eigentlich hätte man gleich 2 Tage blau machen müssen, um erstmal dieses Ereignis irgendwie zu verarbeiten. Also, dass die Depeche Mode in Ost-Berlin gespielt haben, habe ich zum Beispiel, also ich will nicht lügen, ein halbes Jahr oder ein Jahr später sogar erst mitgekriegt. Also vorher nicht. Das Konzert hat viel bewegt. Fanclubs in der ganzen DDR schießen in den Wochen danach wie Pilze aus dem Boden. Und das war eben in der Hinsicht so eine Aufbruchsstimmung, die quasi dann nahtlos in diese Wende- und Nachwendezeit überging. Natürlich wusste man Anfang, Mitte 1988 nicht, dass die DDR in 1,5 Jahren Geschichte ist, aber das war schon so dieses Selbstbewusstsein, was man dann hatte, dass man sagte, ich mache das jetzt selber.
Doch die Fantreffen werden überwacht. Zu weit soll es mit der Liebe zur westlichen Popkultur nicht kommen. Konnte man im Osten überhaupt Fan sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil, man hatte 2, 3 Kassetten. Das, was die Beschmut ausgemacht hat, dieser Sound, dieser glasklare Sound, dieser Synthesizer, diese Geräuschkulisse und so was, ich glaube, das hast du erst ab einer gewissen Qualität wirklich für dich mitgekriegt. So. Heute noch sind Depeche Mode Partys in Rostock Garant für volle Tanzflächen. Die Fans sind mit ihrer Band alt geworden. Und dem leidenschaftlichen Sammler aus Malchin fehlte unter tausenden Plakaten und Tonträgern nur noch ein Original. Das ist das erste Demo-Tape, mit dem sich die Band damals noch als Composition of Sound bei den Plattenfirmen beworben hat. Das ist halt ein schönes Stück Musikgeschichte und ein Scheidungsgrund. 5.000 Euro hat er für diese Rarität bezahlt. Seiner Ehe habe die Leidenschaft nicht geschadet.